In Oberhof bei Regenstauf im Landkreis Regensburg feierte man am 24. Juli das 50-jährige Bestehen des Flugplatzes Oberhof und der Motorfluggruppe Regensburg e.V. Vor 50 Jahren, 1961, mussten unsere Vorfahren aus dem Messerschmitt-Gelände im Stadtwesten leider ausziehen und haben sich dann hier oben auf einer Anhöhe ein neues Gelände gesucht und wussten damals sicherlich noch nicht, dass 50 Jahre später das hier ein reiner Verkehrslandeplatz sogar ist, auf dem Geschäftsreisende genauso landen können wie jeder Privatflieger, aber auch immer mehr die Hubschrauber von Polizei, Bundespolizei und ADAC, die hier bei uns Zwischenstopp machen, um aufzutanken. Bei diesem Fest wurde den zahlreich erschienenen Besuchern ein buntes Programm geboten. So konnten die Gäste Oldtimer-Flugzeuge und Autos bestaunen oder am Stand der Motorfluggruppe Regensburg Informationen rund ums Fliegen erlangen. Am Nachmittag machte zur Begeisterung der Zuschauer ein Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Halt am Flugplatz Oberhof. Er kam gerade von einem Einsatzflug zurück. Das Highlight des Flugplatzfestes waren sicherlich die Rundflüge über die Regensburger Altstadt. Nach der Startfreigabe des Towers ging es auch schon los. Bei so guter Stimmung, kulinarischen Schmankerln und Partymusik von Trixie und die Partylöwen dauerte das Jubiläum des Flugplatzes Oberhof wohl noch bis zu später Stunde an.